Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch zeige, wie ich den Espresso longiere. Ich longiere seit kurzem mit dem Longiergurt von Four Horses, also von der Eigenmarke von Equiva. Dieser ist aus Leder und hat insgesamt 14 Ringe für verschiedene Einstellungen, also je nachdem, wie man halt longieren möchte, wie man sein Pferd ausbinden möchte oder für die Doppellonge und so weiter. Da kann man auch hier oben, wo so zwei Löcher im Gurt zu sehen sind, noch extra Ringe befestigen, um halt die Doppellonge zum Beispiel richtig zu verschnallen. Unten am Longiergurt ist auch noch ein Ring zum Einklipsen von den Hilfszügeln, wenn die irgendwie so einen speziellen Haken haben. Die weiteren Ringe zum Befestigen sind auch noch dabei. Gerne könnt ihr auch mal im Online-Shop von Equiva vorbeischauen. Ich packe euch den Link dazu in die Infobox und da könnt ihr euch den Gurt auch nochmal in Ruhe anschauen. Dann kommen wir jetzt zum Longieren. Und zwar lasse ich den Espresso am Anfang immer erst ganz entspannt im Schritt seine Warmlaufrunden laufen. In seinem Tempo. Meistens ist er dann auch ein bisschen schludrig unterwegs. Man kann es vielleicht im Video nicht so gut erkennen, aber ich mache schon sehr häufig Handwechsel, einfach damit er halt auf beiden Händen gut gearbeitet wird und keinen Drehwurm bekommt. Nachdem er dann im Schritt warm gelaufen ist, lasse ich ihn auch im Trab erst nochmal ein paar Runden ohne Dreieckszügel traben, damit er halt einfach so ein bisschen laufen kann, wie er möchte, so ein bisschen locker wird. Im Galopp lasse ich ihn natürlich auch erst ein paar Runden aus dem galoppieren, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht auf Video, habe ich gerade gesehen. Wenn er dann locker ist, dann binde ich ihn aus und hierfür mache ich anfangs immer die Dreieckszügel innen, ein paar Löcher kürzer als außen, damit er einfach beim Longieren nach innen gestellt wird und sich halt schön stellen und biegen kann. Ich nehme gerne Dreieckszügel zum Longieren, weil der Espresso dann einfach noch viel Bewegungsfreiheit hat, um seinen Kopf nach unten zu dehnen oder auch mal ein Stück weiter nach oben oder so. Und er ist nicht so fest starr in einer Haltung. Aber es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Hilfszügel, die man verwenden kann. Der ist irgendwie anfangs immer relativ faul, da muss man dann noch mal ein bisschen auffordern, die Beine zu bewegen. Aber ich finde, man kann ganz gut bei ihm beobachten, dass er nach und nach beim Longieren immer lockerer wird und immer durchlässiger. Wie man vielleicht sehen kann, ist der Gurt, weil ich ihn noch nicht so oft verwendet habe, auch noch ein bisschen hart. Also das Leder ist halt noch ein bisschen hart, weil es halt einfach noch nicht so oft getragen ist. Aber nach und nach passt sich das schon gut an den Pferderücken an. Was ich total gerne beim Longieren mache, sind auch Zirkel vergrößern und verkleinern, einfach damit der Espresso sich mehr konzentriert, mehr aufpasst und auch ein bisschen mehr gefordert wird und nicht einfach langweilig nur außen rumläuft. Da baue ich dann auch oft noch Übergänge mit ein, im Schritt Trab, Trab, Galopp und andersrum. Aber das muss nicht unbedingt direkt beim Zirkel vergrößern und verkleinern sein, sondern das mache ich auch auf normalen Zirkel. Und oft einfach so als Orientierung mache ich dann am Anfang halbe Runden, eine halbe Runde Schritt, eine halbe Runde Trab. Oder dann auch Viertelrunden, dann ist es halt nochmal ein bisschen schwieriger und es ist auch echt richtig anstrengend fürs Pferd. Wie man vielleicht auch gut erkennen kann, habe ich es beim Longieren nicht ganz so mit dem auf der Stelle stehen bleiben, was man ja eigentlich machen sollte, sondern ich laufe halt immer ganz gern mit und habe so das Gefühl, dadurch animiere ich den Espresso und auch ein bisschen mehr. Ich habe zum Longieren keine extra Longiergurtunterlage oder so ein Pad, sondern ich nehme einfach eine Schabracke, wie man sehen kann. Das funktioniert auch super. Beim Longieren ist der Espresso auch total aufmerksam. Also eigentlich brauche ich die Peitsche in der Hand gar nicht, weil er super auf die Stimme reagiert. Auf ein Parieren oder auch auf Galopp und so. Das macht er irgendwie, obwohl er oft ein Esel ist beim Longieren, super gut. Tempowechsel baue ich auch ganz gerne mit ein, aber das kann man, ich glaube, in meinem Videomaterial jetzt hier nicht so gut erkennen. Einfach auch, um auch seine Hintern ein bisschen zu aktivieren und damit er einfach ein bisschen mehr was arbeitet. Während der gesamten Longierarbeit mache ich dann von Handwechsel zu Handwechsel die Dreieckszügel auch immer mehrere Löcher länger, einfach damit er halt dann immer lockerer laufen kann, also so wie er es halt gerne möchte. Was ich auch total gerne beim Longieren mache, ist Stangenarbeit im Schritt, Trab oder Galopp, aber das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Wenn da Interesse bestehen sollte, kann ich dazu ja nochmal ein extra Video drehen. Und wenn wir dann fertig sind, mache ich die Dreieckszügel auch wieder raus und lasse ihn wie am Anfang auch ganz locker noch ein bisschen austraben. Da sieht man auch, dass er jetzt total zufrieden außen rum trabt und ziemlich locker ist. Longieren tut ihm einfach immer total gut und da macht er auch immer super schön mit. Und ja, dann kann er wieder seine Runden im Schritt laufen und ganz entspannt außen rum trotten und ist fertig. Ich longiere auf jeden Fall sehr gerne mit ihm. Und bin auch froh, dass ich mir den jetzt zugelegt habe und meinen alten verabschiedet habe, der nicht mehr so funktionstüchtig war.
Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in unsere Longierarbeit erhalten. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne den Longiergurt mal auf der Homepage von Equiva anschauen. Den Link dazu habe ich, wie gesagt, in die Infobox gepackt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!